So, und weiter geht's mit Wolfenstein's New Order, mit dem eventuellen Finale. Alter, wie viele lauern denn hier noch rum? Alter, wie viele kommen denn hier zur Hölle noch? Ich höre, dass da irgendwo noch ein Riese ist. Oh. Weg hier, 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 weg hier. Alter. Sie verarschen. Oh fuck. Schmeiß die Waffe weg. Weg hier. Ach du Scheiße, ich habe gar kaum noch Leben. Haben wir noch irgendwo Leben rumliegen? Zufälligerweise. Alter. Ja, Leben. Oh. Ja, sehr schön. Lalalalalala. Nachladen. Nein, hast du nicht. Wo bist du, junger Mann? Uah. Alter. Leck mich am Arsch. Wie viel hält denn der Typ hier aus? So, jetzt gehen wir nochmal zurück, laden unsere beiden Waffen auf. Und knallen da hinten den Typen weg. Und die andere. So, jetzt kriegt der eine, der da hinten war, mit den Raketenwerfer doppeltes Feuer von den Lasern ab. Weil den habe ich mitgenommen. Alter Junge, du nervst vielleicht nicht. Alter, ne, ganz ehrlich, ich hab dem so viel rein. Jetzt darf ich die ganze Ecke nochmal machen. Alter, das ist doch Verarsche, ganz ehrlich. Wie viel Munition soll der denn noch abkriegen? Ganz toll, ey. Alter, das ist doch Verarsche. Wo muss ich eigentlich hin? Ich probier mal was. Reicht's mir nämlich. Alter, ich sehe nichts. Alter, das ist viel zu viel hier. Sie verarschen. Alter, Spiel, hass mich. Nee, jetzt, oh Mann, hier war noch Munition und alles. Oh. Alter, von oben kommen sie, von unten kommen sie. Wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Das wird mir hier gar nicht angezeigt. Toll. Ganz ehrlich, das ist doch furchtbar. Da komme ich so gut durch und dann der Typ mit den Raketenwerfern tötet mich. Weil er keine Munition mehr hat und kommt dann nach vorne. Habe ich noch Raketen? Nein, habe ich natürlich nicht.
Warum habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung. Danke. Junge, du hast es nicht anders gewollt. Komm. Danke. So. Sind vielleicht die kleinen Gegner weg? Sind anscheinend nur die großen noch da. Das ist aber nett im Spiel, dass sie klein wegmacht, aber die großen noch lässt. Da war noch eine Weste, aber die hole ich mir nicht. Das Medipack nehme ich aber mit. Lalalalalala. Das nehme ich mir noch mit. So. Jetzt nehme ich auf, nee. Ich hätte gerne auf das gerüstet. Dann das. Nachladen. So. Jetzt gehen wir wieder auf die Waffe. So. Oh, das war Medizin. Ich hab gedacht, das wäre. Jetzt gehen wir wieder hoch. Laden unsere Bomben auf, weil die Elektrowaffen ja imbar sind. Imbar nicht unbedingt, aber sie sind extrem stark. Ich überlege, dass ich jetzt beide Magazine in den Typen reingepumpt habe, in den großen, der ist tot. Hey! Wie sie da stehen und Verstecken spielen. Du hättest mich schon längst töten können, Junge. Hier liegt doch noch die Weste. Ne, die habe ich schon mitgenommen. Oh. Oh. Hilfe. Komm doch nicht einfach hier rein in mein Gebiet. Böse. So, das hätten wir. Dürfte nur noch der große Roboter übrig sein und der Typ mit den Raketenwerfern. Da war ja klar, dass es nicht einfach wird. Alter, scheiße, Arschloch. Schleich dich doch nicht von hinten an. So, jetzt kommt der jetzt hierher und jetzt kriegt er nochmal volle Leid. So, jetzt hat er ein Problem. So, jetzt ist er hin. Du bist hin. So, jetzt ist die rechte leer und jetzt dürfte nur noch der große da sein. Und ich habe Raketen bekommen. So zur Information. Eine Rakete. Oh. Oh. Hallo.
Das ist aber mein Zuhause. Ja. Sind sie alle hin? Ne, es sind noch ein paar Soldaten normal übrig. Wo ist denn der eine? Hä? Hier war doch noch einer. Ach, da oben. So. Jetzt laden wir nochmal die Bomben auf. Alter, das Level hat es echt in sich. Kein Wunder, ist ja das letzte Kapitel. Vor allem, ich alleine gegen so viele. Das ist schon ein bisschen heftige. Brauche ich nicht. Wo ging es denn hier hin? Hier wäre noch überall Medizin gewesen. Oh, hätte ich mich mal besser umgeguckt. Mache ich jetzt. Da muss ich hin. Wartet. Ich will noch was ganz kurz machen. Ich wollte nicht die Waffe aufnehmen. Ich wollte die Waffe auch nicht aufnehmen. Die auch nicht. Ich wollte nachladen. Damit extra nichts durchkommt. Okay, das. Hat er irgendwelche Probleme? Alter. Alter. Alter, Gehirne, Skelett, Gehirne mit Wirbelsäule. Alter. Oh, dieser scheiß Bubi schon wieder. Ich hasse dich. Es ist alles vorbei. Nein. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Alter. Ein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir je hätte träumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Alter. Hör auf. Du bist hässlich. Dieser Frau ist mein Leben, sehen Sie. Mein Engel. Warmes Blut, der Geruch. Wieso kann sie sich noch bewegen? Sie haben genug Toxinitis, um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit ihrem Hirn nicht stimmen. Auf Wiedersehen, Bubi. Ich hasse dich. Bubi ist tot. Darf ich jetzt hier hoch? Das war. Schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist.
Da haben wir das Problem. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es entlassen. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen Sie herein und gabeln Sie auf. William! Was ist passiert? Du blutest. Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blaskovic. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauf, schnell! Lauf! Gott sei Dank. Lauf, schnell! Sie wollen alle selber. Hier geht's lang. Oh, oh. Blaskovic, hilf mir hoch! Und alle hopp. Zwischensequenz. Danke. Und jetzt fällt der Fahrstuhl runter. Oder er fährt hoch. Wir holen dich da raus und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich, André. Oh. Oh oh. Was macht es denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Ja, ich kenne Sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blaskovic. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie ist das bei Ihnen? Alter, der hat das Gehirn noch. Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Alter. 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 Boah. Alter. Alter. Menschen wie Sie. Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen. Oh, oh. Fergus. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Beende Fergus Leiden, aber das, ich mache heute mal eine kürzere Folge, dann wird die nächste Folge auf jeden Fall das Finale. Und dann mache ich jetzt hier Folge, aber das Finale kommt heute auch noch, keine Sorge. Aber ich mache hier einen kleinen Cut. Dann hören wir uns in der nächsten Folge im Finale wieder. Ich hoffe, das wird das Finale. Eigentlich kann es ja nur werden, wenn wir das erledigt haben. Aber egal. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Irgendwann habe ich ja taktisch mich sehr gut vorgearbeitet und wir haben die anderen nicht befreit, sondern die haben sich selbst befreit. Und wir treffen auf unseren alten Freund in einer Maschine. Und das ist ja brutal gewesen, ganz ehrlich.
Das war ja richtig brutal gerade. Oh. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Oh, so brutal. Uah.